Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, vierter Teil, vielleicht möglicherweise der beste. Heute ist kein großartiger Hintergrund, also nichts Spirituelles oder wahnsinnig viel Wissen, sondern ich möchte mich zunächst einmal ganz, ganz herzlichst bei der gestrigen Wandergruppe bedanken. Also bei jedem Einzelnen war eine unglaublich gute Stimmung, eine harmonische Atmosphäre. Ich habe gar nicht ins Horoskop reingesehen, weil beim Mond im Skorpion schaue ich lieber nicht rein. Und ich glaube, dafür, dass das Horoskop jetzt ziemlich schlecht gewesen ist, haben wir 100% herausgeholt. Also mehr geht nicht. Die Strecke war zu Beginn doch ein bisschen mühsam, aber dann sozusagen zur Augustinerhütte hin war es sehr, sehr schön. War sehr harmonisch und ich glaube, wir haben auch das letzte schöne Wochenende erwischt. Heute ist es auch noch schön, aber es dürfte bei uns jetzt ziemlich durchwachsen sein. Also das heißt, heute könnte es schon regnen und möglicherweise ja am Dienstag auch. Ich bin aber am Dienstag auf jeden Fall um 15 Uhr vor Ort. Ihr wisst, Endstation 60er, drehe dann meine Runde. Wer zufällig auch dort ist, kann gerne mitkommen. Und ich werde dann so Richtung Güttenbach-Tal marschieren. Immer gedacht, so über diese bisschen angelehnt an diese Pappelteich-Strecke. Und dann schauen wir kurz in den Lenzer Tiergarten hinein, ob wir dann beim Diana-Tor zurückgehen. Das wäre ein riesengroßer Weg dann. Ich weiß nicht, ob wir uns das antun wollen. Das werden wir dann am Dienstag vor Ort, würde ich sagen, entscheiden. Es muss nicht sein, aber wie gesagt, eine trotzdem sehr, sehr schöne Strecke. Und ich habe auch für den Dienstag, weil ja, das ist die 12. Wanderung, habe ich mir was Besonderes einfallen lassen. Und zwar suche ich zwei naheliegende Bäume und da spannen wir zunächst einmal eine Zeltplane. Auf Englisch heißt das Tarp, 3x3 Meter möchte ich aufspannen. Also da drunter hätte schon eine größere Gruppe Platz, 9 Quadratmeter und wenn wir es irgendwie noch schaffen, eine Hammock, eine Hängematte, ja, dass man die auch noch mit Moskitonetz, das ist eine extra schwere, doppelte Qualität, glaube ich fast, also über 200 Kilo belastbar, also es können wir da noch Probe liegen gerne. Ja, also da möchte ich dann, wie gesagt, Zeltblatt mit darunter hängender Hängematte installieren. Vielleicht schaffen wir es, ja, es ist ja alles im Bereich des Möglichen. Nein, das wird jetzt kein Survival-Training, keine Angst, aber wenn man gewisse Dinge ein paar Mal gemacht hat oder mal gesehen hat, ja, selber machen ist immer der beste Weg. Wenn man selber aufgehängt hat, dann glaube ich, funktioniert das Ganze auch ganz gut und deswegen ist es halt immer recht fein, wenn man einige Laufmeter Paracord dabei hat. Ich habe in meiner, was habe ich immer dabei, so 10 Meter Paracord, das ist wenig, aber besser als nichts. Ja, ich habe auch überlegt, dass wir dann in den nächsten Ausflügen auch kleinere Zelte aufstellen, gemeinsam aufstellen, dass man auch hier sieht, wie es gemacht wird. Es ist gar nicht so schwer, ja, dass man hier ein bisschen das kennenlernt. Von Routine kann man nicht sprechen. Und wer weiß, vielleicht ergibt sich ja mal, dass ich, weiß ich nicht, kann man über alles laut nachdenken, irgendwo so mal ein kleiner Zeltaufenthalt und natürlich alles am Anfang wohl organisiert, zum Beispiel auf einem Campingplatz. Ich denke jetzt Hausnummer an den Campingplatz Wien West, dass man dort mal eine Nacht in einem Zelt verbringt und einmal spürt oder wie sich das anfühlt. Also können wir alles einmal ins Auge fassen. Wie gesagt, Wissen schadet nicht und praktisches Wissen schon überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir wissen genau, was jetzt in Zukunft auf uns zukommen wird. Und ich habe auch immer wieder gesagt, wenn es sozusagen hart auf hart kommen sollte, ja, dann wäre es sehr, sehr gut, längere Zeit in den eigenen vier Wänden auszuhalten. Und wenn man dann noch darüber hinaus auch theoretisch gewisse Varianten kennengelernt hat, also das heißt, man hat auch einmal die Erfahrung gemacht, wie es ist, sozusagen in einem Zelt in der Früh aufzustehen, so das Gefühl
von einem LKW überfahren worden zu sein, könnte ich mir vorstellen, kommt ungefähr in die Richtung hin. Ich war ja immer ein begeisterter Zeltschläfer. Ich habe es geschafft, glaube ich, bestenfalls die Augen zu schließen, aber das war es auch schon. Von Schlafen, keine Rede. Ja, ich habe hier geschlafen. Also geschlafen. Ich habe mir hier das Zelt aufgestellt. Warum? Weil Nachbars WLAN so laut gebrüllt hat, mir die Haare büschelweise ausgegangen sind und ich geglaubt habe, ich trau durch. Ja. Habe ich mir genau hier das Zelt aufgestellt. Natürlich mit Schaumstoffmatratzen, die man in der Realität nicht dabei hat, außer man hat eine schöne aufblasbare Matte. Ja, und dort drinnen habe ich es dann geschafft, die Nächte zu verbringen, aber geschlafen habe ich nicht. Es ist ungewohnt. Diese dünne Zelthaut, das ist für mich halt immer ein Gefühl der Bedrohung gewesen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Zelteln ist für mich jetzt nicht so die Leidenschaft. Ja, wenn man das Wort Leidenschaft hernimmt, dann wäre da doch eine gewisse leidvolle Erfahrung drinnen. Aber ich habe es gemacht. Ich habe Zelte immer wieder aufgestellt. Ganz witzig, ganz interessant. Aber in einer Hängematte bin ich noch nie gelegen. Also das ist für mich auch eine Premiere. Gut, Zeltplane kennen wir vom Militär. Und ja, würde mich freuen. Dienstag, 15 Uhr. Vielleicht ein bisschen wärmer anziehen, weil es dürfte einen Temperatursturz geben. Ich rechne mal mit so, naja, sie haben gesagt, knapp über 20 Grad. Also das dürfte dann schon empfindlich kühler sein. Schauen wir mal. Und ja, keine Angst, aus uns wird keine Pfadfindergruppe. Ja, das sind nur sogenannte, wie heißt das auf Englisch, Skills, also Fähigkeiten, die man halt beherrschen sollte. Ja, mir kommt gerade das Feuermachen in den Sinn. Das ist vielleicht nicht so die ideale Idee, weil da müsste man das irgendwo wahrscheinlich, ja, wir sind so weit, dass man das melden sollte. Sagen wir es mal so, sollte. Gut, ich habe an sich heute keine großartige Botschaft und bedanke mich, wie gesagt, noch einmal bei euch allen, die gestern vor Ort in Baden im Helenental waren, aber auch bei all jenen einen ganz lieben Dank, die uns in Gedanken begleitet haben, die in Gedanken mit uns dabei werden. Natürlich würde ich gerne Videos von der Gruppe machen, das heißt, wo ich euch die einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeige, aber das läuft nicht, das funktioniert nicht, ihr wisst, Datenschutz geht nicht. Schade, weil gestern auf der Augustinerhütte, das war so eine angenehme, so eine schöne harmonische Stimmung, das wäre grandios gewesen, aber wer weiß. Ich weiß nur eines, wir kommen wieder dorthin, wir werden wieder ins Helenental gehen, hat mir ausgesprochen gut gefallen, wirklich ausgesprochen gut gefallen und was ich mir auch nicht gedacht hätte, dass dort, ich habe sie nur gekannt, die schwächert so 20 cm tief, also tief, seicht, ja, und eben auf unserer Liste stehen ja die drei Gustavs und wir wollen die drei Gustavos nicht kennenlernen, also nicht persönlich, sie interessieren uns nicht. Und da haben halt offensichtlich sehr freundliche Menschen, die genauso denken wie wir, sozusagen Gustav-Dämme gebaut. Ja? Also G-förmige, den G-Punkt haben sie da in der Schwächert gefunden und haben mit Steinen schön aufgestaut und da haben sich Becken gebildet, die, würde ich sagen, ja, bis zu einem Meter tief sind. Also das ist gar nicht so blöd. Und das Wasser war ehrlich gesagt angenehm. Also das war jetzt nicht weiß Gott wie kalt, aber die Kieselsteine haben sozusagen den Fußsohlen nicht so gut gefallen, weil insbesondere spitzere Exemplare sind da nicht so angenehm gewesen. Gut, genug geplaudert, genug geblödelt. Wünsche dir einen großartigen Sonntag. Und ja, wenn du möchtest, Dienstag. Bei Regen, Wetter und Sturm. Aber wir haben ja unsere Zeltplane mit. Alles Liebe, dein Astrowolf. Ende.